Ich war shoppen und was in dieser Tüte also drin steckt, zeige ich euch nach dem Intro. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Kleidung und zwar in einem etwas größeren Format. Es wurde wieder Zeit, ich brauchte ein paar Hosen und auch ein paar Oberteile. Zum Teil einfach, weil ich es aufgetragen hatte. Hosen, ja, gehen nach einer Weile einfach kaputt. Und zum Teil aber auch aufgrund des Abnehmens. Ja, wer schon ein bisschen länger dabei ist, weiß, ich befinde mich seit einigen Monaten auf einer Abnehmreise und es sind auch schon einige Kilo gepurzelt. Und ja, ich hätte es nicht gedacht, aber es ist tatsächlich Tatsache, dass einige Kleidungsstücke so locker hängen, dass ich das Gefühl habe, so ein bisschen so ein Bettlaken über zu haben. Und ich fühle mich darin nicht mehr wohl, es sieht nicht hübsch aus und ja, ich möchte einfach noch mal ein paar Sachen aussortieren und brauchte entsprechend natürlich Neues. Ja, shoppen gehen, eine ganz leidige Sache, nein. Ja, nee, es war schön, ich bin diesmal tatsächlich stationär, im stationären Handel shoppen gegangen, nicht online. Und das ist wirklich etwas, was ich seit Jahren nicht mehr gemacht habe. Ich bin wohl schon mal in den Kick gegangen, aber dass ich wirklich ins Einkaufscenter gegangen bin, in mehrere Läden, das habe ich seit Jahren nicht gemacht. Liegt einfach daran, dass meine Kleidergröße ja so groß war, dass ich in den meisten Läden nichts gefunden habe. Und ja, das ist jetzt ein bisschen anders. Ich habe mich gewundert, ich war motiviert aufgrund der Abnahme, ja, mal wieder durch die Läden zu gehen und ich war sehr überrascht, was ich so gefunden habe. Ja, im Jos habe ich nichts gekauft, die Filiale wird geschlossen, aber im Taco, im Kick und im C&A bin ich fündig geworden. Ich habe direkt mehrere Hosen gefunden, da war ich am meisten überrascht drüber und ich habe auch Oberteile gefunden. Ja, die Preise blende ich euch jetzt gleich ein, die Kleidergröße werde ich euch auch nennen und ich würde sagen, wir gehen die Sachen jetzt einfach durch und ich zeige euch natürlich auch, wie es getragen an mir aussieht. Ich würde mich natürlich vorher wahnsinnig freuen, wenn du den Abo-Button drückst, falls du das noch nicht getan hast. Nur so kann diese Sache hier wachsen. Diese Sache, damit meine ich natürlich den Kanal und die Community. Ja, nur so können wir gemeinsam wachsen und ich würde mich einfach sehr darüber freuen. So, wir starten jetzt mit dem ersten Teil. Und das erste Teil ist eine Tunika vom C&A. Und als erstes zeige ich euch die Farbe und das Muster. Das ist so ein dunkelblau, so ein marineblau mit orange und ein bisschen rosa, ein bisschen pink. So sehr florales Muster. Und das Ganze ist Langarm. Das ist eine Langarm-Tunika. Hier oben ein bisschen mit Raffung und ja, so einem Schleifenbömmel vorne dran. Und ich war wirklich überrascht, denn im C&A gab es so viel, so schöne Kleidung. Geht natürlich auch schnell ins Geld, will ich gar keinen Hehl draus machen. Aber wenn man jetzt Übergröße bei Ulla Popken einkaufen geht oder bei Joas, kommt man nicht günstiger weg. So, ich habe jetzt hier eine Tunika und die habe ich jetzt gekauft in der Kleidergröße 52-54 und darüber habe ich mich sehr gefreut. Deshalb bin ich tatsächlich auch in den Laden gegangen und habe nicht online geshoppt, einfach weil ich nicht weiß und wusste, welche Kleidergröße ich eigentlich jetzt habe. Denn ja, auch bei den Kleidungsstücken, die ich jetzt gekauft habe, variiert die Größe doch wirklich sehr. Und ja, zum Vorherstand muss ich sagen, meine Oberteile vorher waren immer in Größe 58, manchmal 58, 60 sogar schon. Das ist auch einfach der Grund, weshalb ich im Taco etc. nichts mehr bekommen habe. Und im Kick hat mir auch nur die größte Größe gepasst und oft war es dann auch in der Länge einfach zu kurz. Ja, von daher, ich musste anprobieren und manches hat jetzt eine kleinere Größe als vorher eben. Ja, die Tunika habe ich in 52-54 mitgenommen und ja, die hat so einen richtig schönen leichten Jersey-Stoff. Ich mag die wirklich sehr. Ich arbeite ja im Kindergarten und ja, wenn man so in der Action mit Kindern ist, wird mir persönlich ziemlich schnell warm. Drum mag ich immer gern was Dünneres tragen und dann, wenn es zu kühl wird, eine Jacke drüber oder sowas. Ja, und das Teil eignet sich richtig gut. Sieht schick aus, sieht herbstlich aus und hat mir wirklich gut gefallen. Eine Tunika.
Dann habe ich mitgenommen, das Teil war tatsächlich sogar reduziert und es gab auf alles reduziert und nochmal 50% Rabatt. Hat sich mega gelohnt. Hier haben wir ein T-Shirt auch im C&A gekauft. Das ist jetzt in Größe 56 und das war reduziert auf 10 Euro. Ich habe am Ende dann 5 Euro bezahlt. Ja, einfach ein T-Shirt in Senfgelb. Nichts drumherum, aber mit einem Jäckchen drüber. Super süß und ja, noch ein Halstuch oder sowas dazu. Und ja, mehr Herbst kann man farblich ja wirklich nicht tragen. Also, was soll ich dazu sagen? Von daher ein ganz normales Basic-T-Shirt, aber für 5 Euro ein Riesenschnapper. Dann habe ich noch ja, auch so eine Art Tunika mitgenommen, würde ich sagen. Das ist ein Dreiviertelarm, olivgrün, auch mit so floralem Muster und vorne mit einem V-Ausschnitt. Genau, so ein leichter V-Ausschnitt. Habe ich jetzt gekauft in 56. Ich hätte manches auch vielleicht nur noch mal kleiner kaufen können noch, aber ich habe die Sachen so gekauft, wie ich mich einfach am wohlsten darin gefühlt habe. Daher variieren die Größen einfach auch sehr. Ja, einmal in olivgrün die Tunika und dann auch nochmal in blau. Die musste ich ja in beiden Farben mitnehmen. Mareike fand, ich sollte nur die blaue mitnehmen, aber die grüne gefiel mir einfach auch zu sehr. Drum habe ich beide mitgenommen. Hier nochmal in so einem Marineblau, auch mit weißem Blümchen. Und ja, auch wieder so ein dünner Jersey-Stoff, Dreiviertelarm, wenn zu kühl ist. Einfach ein Jäckchen drüber und zack, ist man schon wieder fertig. Und bei mir ist es ja so, ich trage meistens Jeanshosen oder ja, einfach, ja, wie nennt man das, so ein Jeans-ähnlich Stoffhosen, sowas. Also nicht so feine Bürostoffhosen. Falls ihr wisst, was ich meine. Ich habe keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Auf jeden Fall eher leger, mit Turnschuhen, mit Sneakers. Und von daher mag ich eigentlich auch eher legere Oberteile. T-Shirt, Sweatshirt, ganz basic einfach. Und wenn mir im Kindergarten ein Fleck drauf kommt, muss ich mich auch nicht grün und schwarz ärgern. Denn sowas wie Arbeitskleidung und private Kleidung, das habe ich nicht. Ich habe Kleidung und die ziehe ich an und wenn ein Fleck drauf kommt, kommt halt eben ein Fleck drauf. Dann habe ich hier eine Hose. Genau, das waren jetzt die Sachen aus dem C&A. Jetzt habe ich eine Jeans gekauft in schwarz. Die habe ich mir im Taco geholt. In Größe 54. Einfach nur, ja, ziemlich stretchy. Eine Jeans oben mit Gummibund. Und ja, gekostet hatte die im Ursprung 17,99 €. Es gab noch einen Rabatt. Ich habe am Ende, glaube ich, 11 Euro oder sowas dafür bezahlt. Und für dieses Geld habe ich noch nie eine Hose gekauft. Denn bei Yours bezahle ich für eine Jeans-Leggings, für eine Jeggings, in der Regel 30 Euro. Und eine Hose für 11, 12 Euro mitzunehmen. Und ich finde, die sitzt so gut. Ihr seht es ja eingeblendet. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Kleidungsstück euch am besten gefällt oder ob es auch was gibt, wo ihr findet, das geht gar nicht. Schreibt es mir gerne unten rein. Ja, ich habe mich jedenfalls sehr gefreut. Die Oberteile im Taco, die waren nicht so mein Fall. Die hatten viel mit Wolle und Wolle ist mir einfach viel zu warm. Auch wenn es natürlich in Herbst und Winter passt, aber ist halt einfach nicht meins. Und von daher halt nur die Hose, aber ein Schnapper gemacht mit der Hose. Dann war ich im Kick. Im Taco habe ich also nur diese Jeans gekauft. Dann war ich noch im Kick gewesen. Da habe ich mir ein Kleid geholt. Ich war mir sehr, sehr unschlüssig. Habe Mareike dann um Rat gebeten und sie sagte, nimm das Ding mal mit, sieht gut aus. Ja, und zwar ist das so eine Art Blusenkleid, Langarm, schwarz und mit so pink-rosa Blumenmuster. Hier vorne noch so ein Reißverschluss. Und ja, wie es getragen aussieht, seht ihr ja. Das ist auch so ein blusenähnlicher Stoff. Ich weiß jetzt gar nicht, was das für ein Material ist. Mal reingucken. Ja, wenn sie es noch kleiner schreiben, ne? Ja, Viskose. Ist kick, günstig, ne? 100% Viskose. Aber ich habe das Gefühl, dass es trotzdem schön luftig und locker ist und
Ja, ich finde es gar nicht so schlecht. Kann man mal machen mit ein paar Boots drauf und ist mal was anderes, dachte ich mir. Dann habe ich im Kick Flipflops gekauft. Hat nichts mit Herbst zu tun. Die habe ich einfach gekauft, weil sie reduziert waren und zwar auf 3,99 €. Ja, ich hatte mir diese Flipflops in einer anderen Farbe letztes Jahr schon mal geholt und habe die letzten Sommer und auch diesen getragen. Nun waren sie komplett durchgelatscht, habe ich sie weggeworfen. Und naja, für 3,99 € kann man mitnehmen. Die landen jetzt im Schuhschrank. Und nächstes Jahr muss ich keine kaufen. Ja, und dann habe ich im Kick noch Hosen gekauft. Direkt zwei. Auch wieder schwarz diesmal. Und zwar habe ich hier eine, ja, ich würde sagen, das ist so eine Art, auch so eine Art Jeans-Leggings. So vom Prinzip. Hat Taschen hinten am Pfötchen, Gummibund wieder. Und die hier ist im Bein gerade geschnitten. Und der Preis ist natürlich der Kracher. Die haben das Stück genau 10 € gekostet. Ja, eine Hose für 10 €. Abnehmen macht Spaß, habe ich mir beim Einkaufen gedacht. Ne? Ja, von daher einmal die habe ich mir mitgenommen und dann noch mal eine andere. Die ist weniger Jeansstoff, das ist mehr so Stoffhosenstoff. Ich weiß nicht, wie man sowas nennt, keine Ahnung. Auf jeden Fall sowas ganz Dünnes, relativ eng geschnitten. Und ah ja, was die Größen angeht, die Hose hier, die Jeansstoffhose, die habe ich in 52 gekauft und die Taco-Hose ja in 54 und die hier habe ich tatsächlich in 50 kaufen können. Da war ich sehr überrascht, aber ja, umso besser, umso schöner. Einmal noch in 50. Genau, das ist meine Ausbeute. Ich habe, glaube ich, etwas über 100 € ausgegeben. Hätte schlimmer kommen können. Und ja, ich finde wieder Freude am Einkaufen. Ich hoffe, euch hat natürlich das Video ja Spaß gemacht anzusehen. Und ja, vielleicht waren auch ein paar interessante Sachen für euch dabei. Es ist nicht lange her, dass ich shoppen war, jetzt vom Zeitpunkt an betrachtet, wo ihr das seht. Das meiste müsste eigentlich im Laden noch verfügbar sein, wo ich auch extrem begeistert war. Ja, im C&A gab es so viel schöne Disney-Kleidung, aber ich musste ja das Budget schon noch so ein bisschen im Blick halten und ja, es sollte ja nicht ausufern, aber schwer, richtig schöne Sachen gab es. Nun gut, jetzt komme ich wieder von Hölzchen auf Stöckchen. Ihr habt gesehen, wie es getragen aussieht, ihr habt die Preise gesehen, ihr wisst die Größen. Das ist der aktuelle Stand. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Däumchen oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.